Das Gewicht einer Schneeflocke von Frederik Fahle. Es schneit, sagte der Wolf. Was du nicht sagst, Gevatter, brummte der Bär. Mehr als 1000 Schneeflocken, sagte der Fuchs. Aber auf meinem Pelz spüre ich sie überhaupt nicht. Sie schmelzen auf meiner Hasennase, sagte der Hase. Und dann fügte er noch nachdenklich hinzu: Man spürt sie nicht, doch sie haben ein Gewicht. Eine Schneeflocke wiegt weniger als nichts, knurrte der Wolf. Und sie hat keine Kraft, brummte der Bär. Aber sie wiegt doch etwas und sie hat auch Kraft, sagte der Hase. Die Tiere gerieten in Streit, ob eine Schneeflocke etwas wiegt oder nicht. Wir wollen die Schneeflocken zählen, die da auf den alten dicken Ast fallen, sagte der Hase. Da wird man ja sehen, ob eine Schneeflocke Gewicht hat. Der Bär und der Wolf lachten so laut, dass es durch den ganzen Wald schallte. Aber weil sie gerade nichts Besseres zu tun hatten, zählten sie mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Als sie bei 2867 angekommen waren, sagte es plötzlich Krach, und der dicke, mächtige Ast brach ab. Der Hase hat recht, knurrte der Wolf, und sogar der Bär wunderte sich über die Kraft der Schneeflocken.